Was erwartet mich in meiner ersten Woche ohne Rauchen? Keine Frage, du solltest dir nichts vormachen, die erste Woche wird hart. Aber genau das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass du einen soliden Plan hast, bevor du mit dem Rauchen aufhörst. Zuallererst, erinnere dich daran, warum du aufhörst. Was ist dein entscheidender Grund, das Rauchen endlich aufzugeben? Ist es einfach für deine Gesundheit oder vielleicht für eine geliebte Person? Vielleicht ist es auch eine Kombination aus mehreren Gründen. Das Wichtigste ist aber, dass du deinen persönlichen Grund kennen musst. Das wird deine emotionale Basis sein und ein sicherer Hafen, wenn es hart auf hart kommt. Du solltest dir auch über deine täglichen Routinen und die Zeiten, an denen du typischerweise rauchen würdest, im Klaren sein. Sorge dafür, dass du diese Zeiten mit etwas anderem füllst, etwas, das du genießt und das dir Spaß macht. Es muss also schon ein bisschen überlegt und geplant werden, bevor du loslegst. Und nochmal, Woche 1 ist hart, aber sei vorbereitet, indem du deine Hausaufgaben machst und dir einen Plan zurechtlegst.